Drittes Kapitel. Dieser Abend, so entschied Daphne, konnte nicht mehr schlimmer werden. Erst war sie gezwungen gewesen, sich in der dunkelsten Ecke des Ballsaals aufzuhalten, was gar nicht so einfach war, denn Lady Danbury hatte offensichtlich eine ausgeprägte Vorliebe für besonders zahlreiche Kerzen. Dann hatte sie es fertiggebracht, auf ihrer Flucht über Philippa Featheringtons Fuß zu stolpern, woraufhin Philippa, die nicht eben für einen damenhaft leisen Ton bekannt war, kreischte: »Daphne Bridgerton, haben Sie sich wehgetan?« Das musste Nigels Aufmerksamkeit erregt haben, denn sein Kopf war hochgefahren wie der eines erschrockenen Vogels, und er war sofort quer durch den Saal gelaufen. Daphne hatte gehofft, dass sie schneller sein und in das Refugium der Damen würde entkommen können, bevor er sie einholte. Aber nein, Nigel hatte sie noch auf dem Flur gestellt und sofort mit seinem liebeskranken Gejammer begonnen. All das war schon peinlich genug, doch nun hatte offenbar dieser Mann, dieser erschreckend gut aussehende und beunruhigend gelassene Fremde, die ganze Angelegenheit mit angesehen. Schlimmer noch, er hatte gelacht. Daphne blickte ihn finster an, während er sich amüsierte. Sie hatte ihn noch nie gesehen, er musste also neu in London sein. Ihre Mutter hatte dafür gesorgt, dass Daphne mit jedem in Frage kommenden Gentleman bekannt gemacht wurde oder zumindest von ihm gehört hatte. Natürlich konnte es sein, dass dieser Mann verheiratet war und aus diesem Grund nicht auf Violets Liste potenzieller Opfer aufgeführt war. Doch Daphne spürte, dass er sich gewiss nicht lange in London aufhalten konnte, ohne dass alle Welt sich flüsternd über ihn unterhielt. Sein Gesicht war einfach vollkommen. Der Blick seiner tiefblauen Augen eigenartig intensiv, das Haar dicht und dunkel. Und er war groß, so groß wie ihre Brüder, was nicht oft vorkam. »Dies ist ein Gentleman«, dachte Daphne bitter, »der den Bridgerton-Männern die plappernde Schar junger Damen für immer abspenstig machen könnte.« Warum sie das so ärgerte, begriff sie selbst nicht. Vielleicht, weil sie wusste, dass ein Mann wie er sich niemals für eine Frau wie sie interessieren würde. Vielleicht, weil sie sich vorkam wie ein hässliches Entlein, wie sie vor ihm auf dem Boden kniete. Vielleicht lag es auch nur daran, dass er dastand und lachte, als wäre sie eine komische Jahrmarktsattraktion. Woran es auch liegen mochte, ihr war auf einmal ungewohnt verdrießlich zumute. Die Brauen zusammengezogen, fragte sie: »Wer sind Sie?« Simon wusste nicht, warum er ihre Frage nicht sogleich beantwortete, doch ein kleiner Teufel in ihm ließ ihn erwidern: »Ich hatte eigentlich beabsichtigt, als Ihr Retter aufzutreten, aber Sie bedürftigen meiner Dienste offensichtlich nicht.« »Oh«, sagte die junge Dame ein wenig besänftigt. Sie presste die Lippen zusammen und kräuselte sie leicht, während sie über seine Worte nachdachte. »Nun denn, ich danke Ihnen trotzdem. Ein Jammer, dass Sie sich nicht früher bemerkbar gemacht haben. Es wäre mir lieber gewesen, ihn nicht schlagen zu müssen.« Simon schaute zu dem Mann am Boden hinab. Auf seinem Kinn war schon ein blauer Fleck erkennbar, und er sagte unter Stöhnen: »Leffy, oh Leffy, ich liebe Sie, Leffy.« »Sie sind Leffy, nehme ich an?« bemerkte Simon und sah sie an. Oh, in der Tat, sie war ein ausgesprochen hübsches kleines Ding, und aus diesem Blickwinkel erschien der Ausschnitt ihres Kleides fast unanständig tief. Leicht gereizt schaute sie ihn an. Machte er sich etwa über sie lustig? Ihr entging, dass sein Blick unter den halb gesenkten Lidern gerade noch auf gewissen Regionen ihres Körpers und nicht auf ihrem Gesicht geruht hatte. »Was sollen wir denn jetzt mit ihm anfangen?« »Wir?« echote Simon. Sie runzelte die Stirn. »Wollten Sie nicht eben noch mein Retter sein?« »In der Tat.« Simon stemmte die Hände in die Hüften und überdachte die Situation. »Soll ich ihn auf die Straße hinauswerfen?« »Selbstverständlich nicht«, rief sie. »Um Himmels Willen, regnet es nicht sogar?« »Meine liebe Miss Leffy«, sagte Simon, der sich über seinen herablassenden Tonfall keine großen Gedanken machte, »meinen Sie nicht auch, dass Ihre Besorgnis fehl am Platz ist? Dieser Mann hat Sie eben noch angegriffen.« »Er hat mich nicht angegriffen«, erwiderte sie. »Er hat nur, ach, also schön, er hat es versucht, aber er hätte mir gewiss nichts getan.«
Simon zog die Brauen hoch. Frauen waren, weiß Gott, sehr widersprüchliche Wesen. Und da sind sie ganz sicher? Er beobachtete, wie sie sorgfältig ihre Worte wählte. Nigel ist keiner wirklichen Bosheit fähig, erklärte sie langsam. Man kann ihm nur mangelnde Urteilsfähigkeit vorwerfen. Dann sind Sie ein großzügigerer Mensch als ich, stellte Simon ruhig fest. Sie seufzte wieder, ein zarter, intimer Laut, der Simon erschauern ließ. Nigel ist kein schlechter Mensch, sagte sie ruhig. Er ist nur nicht sehr klug, und vielleicht hat er meine Freundlichkeit falsch verstanden. Insgeheim bewunderte er sie. Die meisten Frauen, die er kannte, wären schon längst völlig hysterisch geworden, aber sie, wer immer sie sein mochte, hatte die Situation gut bewältigt und zeigte nun eine Großzügigkeit, die ihn erstaunte. Wie sie auch nur daran denken konnte, diesen Nigel noch zu verteidigen, war ihm ein Rätsel. Sie erhob sich und wischte sich die Hände an ihren hellen Röcken ab. Ihr Haar war so frisiert, dass es ihr vorn über eine Schulter fiel und sich verführerisch auf ihrer Brust kringelte. Simon wusste, dass er ihr zuhören sollte. Sie plapperte irgendetwas, wie es nun einmal die Art der Frauen war, aber er konnte den Blick nicht von ihrem Haar lassen. Er verspürte den erschreckenden Drang, die kurze Distanz zwischen ihnen zu durchbrechen und ihren Haaransatz mit den Lippen zu berühren. Er hatte noch nie mit einer unschuldigen jungen Dame getändelt, und dennoch hatte er überall einen so üblen Ruf. Was konnte es also schaden? Schließlich hatte er nicht vor, ihr Gewalt anzutun. Nur ein Kuss. Nur ein kleiner Kuss. Es war eine Versuchung, eine so köstliche, drängende Versuchung. »Sir! Sir!« Nur äußerst widerstrebend schaute er ihr ins Gesicht, welches an sich natürlich einen sehr reizvollen Anblick bot. Doch es war nicht einfach, sich eine Verführung auszumalen, wenn sie ihn so finster anblickte. »Haben Sie mir überhaupt zugehört?« »Selbstverständlich«, log er. »Haben Sie nicht?« »Nein«, gestand er. Aus ihrer Kehle drang ein Laut, der verdächtig nach Knurren klang. »Weshalb«, presste sie zwischen den Zähnen hervor, »haben Sie es dann behauptet?« Gleichmütig zuckte er die Schultern. »Ich dachte, dass Sie das hören wollten.« Fasziniert sah Simon zu, wie sie tief Luft holte und leise etwas sagte. Er konnte die Worte nicht verstehen, aber er bezweifelte, dass es eine Nettigkeit war. Schließlich erklärte sie ruhig, »Wenn Sie mir nicht helfen wollen, wäre es mir lieber, Sie gingen.« Simon kam zu dem Schluss, dass er allmählich aufhören sollte, sich derart unmanierlich zu benehmen, und sagte, »Ich bitte um Verzeihung. Selbstverständlich werde ich Ihnen helfen.« Sie blies die Luft aus und blickte dann wieder zu Nigel hinunter, der noch immer am Boden lag und jetzt stöhnte. Auch Simon schaute hinunter, und eine Weile standen sie nur so da und sahen auf den Mann hinab, bis sie meinte, »Ich habe ihn wirklich nicht zu festgeschlagen. Vielleicht ist er betrunken.« Zweifelnd schaute sie ihn an. »Meinen Sie? Er roch tatsächlich nach Alkohol, aber ich habe ihn noch nie betrunken gesehen.« Dem hatte Simon nichts hinzuzufügen, also fragte er nur, »Und? Was sollten wir Ihrer Meinung nach jetzt tun?« »Ich denke, wir könnten ihn einfach hier liegen lassen?« erwiderte sie, doch der Ausdruck ihrer dunklen Augen verriet eher Unentschlossenheit. Simon hielt das für eine hervorragende Idee, allerdings war es offensichtlich, dass sie sich eine bessere Behandlung dieses Narren wünschte, und er empfand den starken Wunsch, sie glücklich zu machen. »Hier ist mein Vorschlag«, sagte er knapp, erleichtert, dass seine Stimme nichts von der eigenartigen Zärtlichkeit verriet, die er fühlte. »Ich lasse meine Kutsche vorfahren.« »Oh, das ist gut«, unterbrach sie ihn. »Ich würde ihn nicht gern hier liegen lassen. Das erschien mir doch recht grausam.« Simon fand es sehr großzügig von ihr, wenn man bedachte, dass der Mann ziemlich zudringlich gewesen war. Aber er sagte nichts dergleichen und erklärte stattdessen, was er zu tun gedachte. »Sie warten inzwischen in der Bibliothek«, schloss er. »In der Bibliothek? Aber...« »In der Bibliothek«, wiederholte er bestimmt. »Bei geschlossener Tür. Möchten Sie wirklich mit Nigels leblosem Körper entdeckt werden, falls jemand zufällig hier vorbeikommt?« »Seinem leblosen Körper? Du meine Güte, Sir, Sie tun ja so, als wäre er tot.«
Wie gesagt, fuhr er fort und überging ihren Einwurf. Sie warten in der Bibliothek. Wenn ich zurückkomme, schaffen wir Nigel in meine Kutsche. Und wie sollen wir das machen? Er lächelte entwaffnend. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Einen Moment lang vergaß Daphne zu atmen. Gerade als sie zu dem Schluss gekommen war, dass der Gentleman unerträglich arrogant war, musste er sie so anlächeln. Sie hatte das Gefühl, wie Wachs dahin zu schmelzen. Und sehr zu Daphnes Verärgerung war es ausgesprochen schwierig, weiterhin böse auf einen Mann zu sein, der so lächelte. Sie war immerhin mit 4 Brüdern aufgewachsen, die Damen um den Finger wickeln konnten, und hatte sich eigentlich für immun gegen Scham gehalten. Offensichtlich war sie das nicht. Ihre Haut prickelte, ihr Magen kribbelte und die Knie wurden ihr weich. Nigel, murmelte sie und versuchte verzweifelt, sich von dem Unbekannten abzulenken, der vor ihr stand. Ich muss mich um ihn kümmern. Sie kniete nieder und schüttelte ihn unsanft an der Schulter. Nigel? Nigel! Sie müssen jetzt aufwachen, Nigel! Daphne, brachte er stöhnend hervor. Oh, Daphne! Der Kopf des dunkelhaarigen Fremden fuhr herum. Daphne? Hat er Daphne gesagt? Sie wich zurück, erschrocken über seine drängende Frage und seinen intensiven Blick. Ja? Ihr Name ist Daphne. Sie fragte sich, ob er etwas schwer von Begriff sein mochte. Ja. Er seufzte. Nicht Daphne Bridgerton. Verwirrt runzelte sie die Stirn. Genau die. Simon taumelte einen Schritt zurück. Plötzlich war ihm geradezu übel, denn sein Verstand verarbeitete endlich die Tatsache, dass sie dichtes, kastanienbraunes Haar hatte. Das berühmte Haar der Bridgertons. Gar nicht zu sprechen von der Bridgertonschen Nase, den Wangenknochen. Verflucht nochmal, dies war Anthonys Schwester. Verdammt. Es gab Regeln unter Freunden, eigentlich eher Gebote. Und das Wichtigste darunter lautete, du sollst nicht begehren deines Freundes Schwester. Während er nur dastand und sie vermutlich anblickte wie ein Narr, stemmte sie die Hände in die Taille und fragte fordernd, und wer sind Sie? Simon Bassett, antwortete er. Der Duke? Er nickte grimmig. Ach, du meine Güte. Simon beobachtete mit wachsendem Entsetzen, wie das Blut aus ihrem Gesicht wich. Guter Gott, Sie werden mir doch nicht ohnmächtig, oder? Er konnte sich nicht erklären, warum sie das tun sollte. Allerdings hatte ihr Bruder Anthony, erinnerte er sich, den halben Nachmittag darauf verwandt, ihn vor der Wirkung eines jungen, unverheirateten Duke auf junge, unverheiratete Frauen zu warnen. Anthony hatte Daphne zwar als Ausnahme hingestellt, indes war sie doch verflixt blass geworden. »Und?« fragte er, als sie nichts erwiderte. »Werden Sie gleich ohnmächtig?« Schon die bloße Vorstellung schien sie zu kränken. »Natürlich nicht.« »Gut. Es ist nur...« »Was?« fragte Simon misstrauisch. »Nun«, sagte sie und zuckte die Schultern. »Man hat mich vor Ihnen gewarnt.« Das ging wirklich zu weit. »Wer hat Sie gewarnt?« wollte er wissen. Sie blickte ihn an, als wäre er nicht mehr bei Verstand. »Alle.« »Das meine ich...« Er spürte, wie ihm etwas in die Kehle stieg, das sich verdächtig nach einem Stottern anfühlte, und holte tief Luft, um sich zu beruhigen. Diese Art der Selbstkontrolle beherrschte er meisterlich. Sie würde nur einen Mann sehen, der sich bemühte, sein Temperament zu zügeln. Und wenn man ihre augenblickliche Lage bedachte, war das gar nicht abwegig. »Meine liebe Miss Bridgerton«, hob Simon noch einmal in beherrschterem Ton an, »das kann ich kaum glauben.« Sie zuckte wieder die Schultern, und er hatte das irritierende Gefühl, dass sie sich amüsierte. »Glauben Sie, was Sie wollen«, sagte sie, »aber es stand sogar heute in der Zeitung.« »Was?« »Im Whistledown«, fügte sie hinzu, als erkläre das ja wohl alles. »Whistle, was?« Daphne blickte ihn einen Moment lang fassungslos an, bis ihr wieder einfiel, dass er eben erst nach London zurückgekehrt war.
Das kennen Sie ja noch gar nicht, meinte sie leise, und ein boshaftes Lächeln umspielte ihre Lippen. Nein, so etwas. Der Duke machte einen Schritt auf sie zu, in eindeutig bedrohlicher Haltung. Miss Bridgerton, ich sollte Sie warnen. Ich stehe kurz davor, die Erklärung aus Ihnen herauszuwürgen. Das ist ein Skandalblättchen, erklärte sie hastig und wich rasch einen Schritt zurück. Das ist alles. Es ist eigentlich ziemlich albern, aber alle lesen es. Er sagte gar nichts, sondern zog nur arrogant die Brauen hoch. Daphne fügte schnell hinzu, in der Ausgabe vom Montag wurde über ihre Rückkehr berichtet. Und was wurde da berichtet? Mit zusammengekniffenen Augen sah er sie jetzt eisig an. Nicht viel, genau genommen, druckste Daphne herum. Sie versuchte noch weiter zurückzuweichen, aber ihre Absätze waren bereits gegen die Wand gedrückt. Noch weiter rückwärts und sie stand auf den Zehenspitzen. Der Duke sah äußerst wütend aus und sie erwog bereits, davon zu eilen und ihn hier bei Nigel zu lassen. Die beiden verstanden sich gewiss sehr gut. Zwei Wahnsinnige. Miss Bridgerton. Seine Stimme klang drohend. Daphne entschied, Mitleid mit ihm zu haben, denn schließlich war er neu in der Stadt und hatte noch keine Gelegenheit gehabt, sich an die neuen Verhältnisse seit dem Erscheinen von Whistledown zu gewöhnen. Verständlicherweise regte er sich darüber auf, dass das Blatt über ihn berichtete. Für Daphne war es beim ersten Mal auch ein merkwürdiges Gefühl gewesen, obwohl der Text über sie ziemlich harmlos gewesen war. »Sie brauchen sich darüber wirklich nicht zu ärgern«, sagte Daphne und versuchte, ihre Stimme ein wenig mitfühlend klingen zu lassen, doch es gelang ihr nicht. »Sie hat lediglich geschrieben, dass sie ein schrecklicher Frauenheld seien, eine Tatsache, die sie gewiss nicht leugnen möchten, denn meiner Erfahrung nach sehnen sich Männer regelrecht nach einem solchen Ruf.« Sie hielt inne, um ihm Gelegenheit zum Widerspruch zu geben. Er protestierte keineswegs. Deshalb fuhr sie fort. »Und dann hat meine Mutter, die Sie sicher einmal kennengelernt haben, bevor Sie zu Ihrer Weltreise aufbrachen, es bestätigt.« »Hat sie das?« Daphne nickte. »Und sie hat mir streng verboten, mich je in ihrer Begleitung sehen zu lassen.« »Tatsächlich«, sagte er gedehnt. Etwas in seiner Stimme und am Ausdruck seiner Augen ließ sie ungemein nervös werden. Verwirrt senkte sie die Lider. Oh, er durfte keinesfalls merken, wie er auf sie wirkte. Seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. »Lassen Sie mich sicherstellen, dass ich das alles richtig verstanden habe. Ihre Mutter hat Ihnen gesagt, dass ich ein sehr böser Mann bin und dass Sie sich unter keinen Umständen mit mir sehen lassen dürfen.« Sie nickte unsicher. »Was?« sagte er und legte eine dramatische Pause ein. »Meinen Sie, würde Ihre Mutter wohl zu dieser kleinen Szene hier sagen?« Sie blinzelte. »Wie bitte?« »Nun, wenn man den guten Nigel«, er machte eine Handbewegung in Richtung des inzwischen Bewusstlosen auf dem Boden, »nicht mitzählt, hat sie eigentlich niemand mit mir gesehen. Und doch«, er ließ den Satz unvollendet, denn es war viel zu amüsant, die widerstreitenden Gefühle in ihrem Gesicht zu beobachten. Wut und Angst spiegelten sich darin, und das machte die Angelegenheit umso reizvoller. »Und doch«, presste sie hervor. Er beugte sich nach vorn, so dass sie nur noch wenige Zentimeter trennten. »Und doch«, sagte er leise, wohlwissend, dass sie seinen Atem in ihrem Gesicht spürte, »sind wir hier, ganz allein.« »Bis auf Nigel«, gab sie zurück. Simon warf kurz einen Blick auf den Mann am Boden, bevor er Daphne wieder ansah. »Um Nigel mache ich mir keine Gedanken«, meinte er. »Und Sie?« Simon beobachtete, wie sie besorgt zu Nigel hinabschaute. Ihr musste klar sein, dass ihr verschmähter Verehrer sie nicht retten würde, falls Simon sich ihr noch weiter nähern würde. Nicht, dass er das vorhatte, weiß Gott nicht. Schließlich war dies Anthonys kleine Schwester. Es mochte erforderlich sein, sich daran immer wieder zu erinnern. Simon wusste, es war höchste Zeit, dieses Spielchen zu beenden. Nicht, dass er fürchtete, sie könnte Anthony von diesem Vorfall erzählen. Irgendwie war er sicher, dass sie dieses Erlebnis lieber für sich behalten würde, um sich in aller Stille ihrem Zorn hinzugeben. Und vielleicht, wagte Simon zu hoffen, sich mit ein wenig Erregung daran zu erinnern.
Doch obgleich er wusste, dass er diese Tändelei beenden und sich wieder darum kümmern musste, wie er Daphnis Verehrer aus dem Haus schaffen sollte, konnte er sich doch eine letzte Bemerkung nicht verkneifen. Vielleicht lag es an dem Schmollmund, den sie zog, wenn sie wütend war. Oder der Art, wie sich ihre Lippen leicht öffneten, wenn sie schockiert war. Er wusste nur, dass er nicht gegen seine eigene teuflische Natur ankam, wenn es um diese Frau ging. Also beugte er sich vor, die Lider halb gesenkt, und meinte: »Ich kann mir vorstellen, was ihre Mutter sagen würde, wenn sie sie so sähe.« Erschrocken zuckte Daphne zusammen, bekam aber dennoch ein ziemlich trotziges »Ach« heraus. Simon nickte langsam und legte einen Finger an ihr Kinn. Sie würde ihnen sagen, dass sie um Hilfe rufen sollten. Einen Moment lang herrschte Stille, und dann riss Daphne die Augen auf. Sie presste die Lippen zusammen, als müsste sie einen Ausbruch verhindern, und gleich darauf hoben sich ihre Schultern leicht, und dann lachte sie, ihm direkt ins Gesicht. »Du meine Güte«, brachte sie heraus. »Oh, war das komisch!« Simon war nicht amüsiert. »Es tut mir leid«, das brachte sie unter Lachen hervor. »Oh, es tut mir leid, aber das Ganze wirkt eine Spur zu dramatisch. Das passt gar nicht zu Ihnen.« Simon schwieg, ziemlich verärgert darüber, dass dieses junge Ding einen derartigen Mangel an Respekt vor seiner Person an den Tag legte. Es hatte seine Vorteile, als gefährlicher Mann zu gelten, und unschuldige junge Damen einzuschüchtern sollte an sich einer davon sein. »Nun, eigentlich passt es schon zu Ihnen, das muss ich zugeben«, fügte sie hinzu, immer noch lachend. »Sie haben richtig bedrohlich ausgesehen. Und sehr gut natürlich.« Als er darauf nichts erwiderte, nahm ihr Gesicht einen nachdenklichen Ausdruck an, und sie fragte: »Das war doch Ihre Absicht, oder etwa nicht?« Er schwieg noch immer, also sprach sie weiter: »Natürlich war es das, und es wäre falsch von mir, Ihnen nicht zu sagen, dass Sie bei jeder anderen Frau damit Erfolg gehabt hätten. Nur nicht bei mir.« Diese Bemerkung reizte ihn. »Und weshalb?« erkundigte er sich. »Vier Brüder.« Sie zuckte die Schultern, als würde das alles erklären. »Ich bin gegen ihre Spielchen weitgehend gefeit.« »Ach?« Beruhigend tätschelte sie seinen Arm. »Aber ihr Versuch war wirklich bewundernswert. Und ich muss gestehen, ich fühle mich geschmeichelt, dass sie mir ihre Gefährlichkeit gezeigt haben.« Sie lächelte spöttisch. Simon strich sich nachdenklich übers Kinn und bemühte sich, wieder in die Rolle des bedrohlichen Mannes zu schlüpfen. »Sie sind wirklich eine unverschämte Person. Wissen Sie das, Miss Bridgerton?« Zuckersüß lächelte sie ihm zu. »Die meisten Leute meinen, ich sei der Inbegriff von Charme und Liebenswürdigkeit.« »Die meisten Leute«, sagte Simon grob, »sind Toren.« Daphne neigte den Kopf zur Seite und dachte offenbar über seine Worte nach. Dann blickte sie zu Nigel hinüber und seufzte. »Ich fürchte, da muss ich Ihnen recht geben, so schmerzlich das auch ist.« Simon unterdrückte ein Schmunzeln. »Schmerzt es Sie, dass Sie mir recht geben müssen, oder dass die meisten Leute Toren sind?« »Beides«, sie lächelte erneut, ein bezauberndes Lächeln, das seltsame Dinge mit seinem Verstand anstellte. »Aber vor allem Ersteres.« Simon lachte laut auf und stellte dann überrascht fest, wie fremd dieser Ton in seinen Ohren klang. Er war ein Mann, der oft lächelte, manchmal in sich hineinlachte, aber es war sehr lange her, dass er das letzte Mal einen solchen Ausbruch echter Heiterkeit erlebt hatte. »Meine liebe Miss Bridgerton«, sagte er und wischte sich die Augen, »wenn Sie der Inbegriff von Charme und Liebenswürdigkeit sind, dann muss diese Welt wahrlich äußerst gefährlich sein.« »Oh, ganz gewiss«, erwiderte sie, »zumindest wenn man meine Mutter Glauben schenkt.« »Ich kann mir gar nicht erklären, warum ich mich nicht an Ihre Mutter erinnere«, meinte Simon, »denn sie muss ja wirklich eine bemerkenswerte Person sein.« Daphne zog die Brauen in die Höhe. »Sie erinnern sich nicht an sie.« Er schüttelte den Kopf. »Dann haben Sie sie nie kennengelernt.« »Sieht sie Ihnen ähnlich?« »Das ist ja eine merkwürdige Frage.« »Gar nicht so merkwürdig«, entgegnete Simon. »Ich höre schließlich immer wieder, dass alle Bridgertons sich ungemein ähnlich sehen.« Ein winziges Stirnrunzeln ihrerseits gab ihm Rätsel auf. »Das tun wir. Uns ähnlich sehen, meine ich. Bis auf meine Mutter. Sie hat sogar ziemlich helles Haar und blaue Augen. Wir haben unser dunkles Haar alle von Vater geerbt. Allerdings sagt man mir oft, ich hätte ihr Lächeln.« Eine unbehagliche Pause trat ein. Daphne trat von einem Fuß auf den anderen
unsicher, was sie dem Duke noch sagen sollte, als Nigel plötzlich zum ersten Mal in seinem Leben etwas genau zum richtigen Zeitpunkt tat, nämlich sich aufsetzen. »Daphne«, fragte er und blinzelte, als sähe er doppelt. »Daphne, sind Sie das?« »Guter Gott, Miss Bridgerton«, schimpfte der Duke, »wie fest haben Sie ihn denn geschlagen?« »Fest genug, um ihn zu Fall zu bringen, aber nicht fester, das schwöre ich.« Sie runzelte die Stirn. »Er ist wohl doch betrunken.« »Oh, Daphne«, ächzte Nigel. Der Duke kniete sich neben ihn und fuhr dann hustend zurück. »Ist er betrunken?« fragte Daphne. Der Duke stolperte rückwärts. »Er muss eine ganze Flasche Whisky geleert haben, um genug Mut für seinen Antrag aufzubringen.« »Wer hätte gedacht, dass ich so furchteinflößend bin?« bemerkte Daphne und dachte an all die Männer, die in ihr nichts weiter als eine gute Kameradin sahen. Ach, wie herrlich! Simon blickte sie an, als wäre sie verrückt, und brummelte dann, »Die Bedeutung dieser Bemerkung entzieht sich meinem Verständnis.« Daphne ignorierte es. »Sollen wir unseren Plan jetzt in die Tat umsetzen?« Simon stemmte die Hände in die Hüften und überdachte noch einmal die Lage. Nigel versuchte gerade aufzustehen, aber für Simon sah es nicht danach aus, als könne er das in der nahen Zukunft bewerkstelligen. Dennoch war er vermutlich wach genug, um ihn Ärger zu machen, und ganz sicher wach genug, um laut zu werden, was er sogleich tat. »Oh, Daphne, ich liebe Sie so sehr!« Nigel schaffte es, sich auf die Knie zu erheben und schwankend auf Daphne zuzukriechen. »Bitte heiraten Sie mich, Daphne, Sie müssen einfach!« »Reißen Sie sich zusammen, Mann!« knurrte Simon und packte ihn beim Kragen. »Das wird allmählich peinlich.« Er wandte sich wieder Daphne zu. »Ich werde ihn jetzt besser hinausbringen. Wir können ihn nicht hier lassen. Er fängt bestimmt wieder an zu blöken wie ein krankes Schaf.« »Ich dachte, er sei bereits dabei«, sagte Daphne. Widerstrebend lächelte Simon. Daphne Bridgerton mochte eine heiratsfähige Frau und damit eine schreckliche Bedrohung für einen Mann wie ihn sein, aber sie hatte wirklich das Herz am rechten Fleck. Sie war, so wurde ihm mit aller Klarheit deutlich, genau die Art von Person, die er gerne zum Freund gehabt hätte, wäre sie ein Mann. Aber da es nur allzu offensichtlich war, dass sie kein Mann war, entschied Simon, dass es für sie beide das Beste wäre, diese Situation so rasch wie möglich zu bereinigen. Abgesehen davon, dass Daphnes Ruf ruiniert wäre, falls man sie entdeckte, war Simon auch nicht ganz sicher, ob er sich zutraute, noch wesentlich länger die Hände von ihr zu lassen. Das war ein äußerst beunruhigendes Gefühl. Vor allem für einen Mann, dem seine Selbstbeherrschung so viel bedeutete. Diese Kontrolle ging ihm über alles. Ohne sie hätte er sich nie gegen seinen Vater aufgelehnt oder einen Abschluss an der Universität gemacht. Ohne sie würde er, ohne Selbstbeherrschung, dachte er grimmig, würde ich immer noch stottern. »Ich schleife ihn hier heraus«, sagte er plötzlich. »Sie gehen in den Ballsaal zurück.« Daphne zog die Brauen zusammen und warf über die Schulter einen Blick in den Gang, der sie zu dem Fest zurückführen würde. »Sind Sie sicher? Wollten Sie nicht, dass ich in der Bibliothek warte?« »Da hatten wir auch noch vor, ihn hier zu lassen, während ich die Kutsche rufe. Aber das geht nicht, wenn er wach ist.« Sie nickte zustimmend und fragte, »Sind Sie sicher, dass Sie das schaffen? Nigel ist ein ziemlich kräftiger Mann.« »Ich bin kräftiger.« Sie legte den Kopf ein wenig zur Seite. Der Duke war schlank, hatte breite Schultern und muskulöse Oberschenkel. Daphne wusste, dass sie solche Dinge nicht bemerken durfte, aber was konnte sie denn dafür, wenn die augenblickliche Mode derart eng anliegende Hosen vorschrieb? Aber vor allem hatte er etwas Raubtierhaftes an sich, das eine ungeheure Kraft in ihm vermuten ließ. Daphne kam zu dem Schluss, dass er zweifellos in der Lage sein würde, Nigel wegzuschaffen. »Na schön«, sagte sie und nickte ihm zu. »Und vielen Dank. Es ist sehr freundlich von Ihnen, mich hierbei zu helfen.« »Ich bin selten freundlich«, erklärte er brummig. »Tatsächlich?« Sie lächelte flüchtig. »Eigenartig. Ich wüsste nicht, wie ich es sonst nennen sollte. Andererseits haben Männer meiner Erfahrung nach...« »Sie scheinen ja wirklich eine Expertin in Sachen Männer zu sein«, sagte er ziemlich bissig und wuchtete dann mit einem Ächzen Nigel auf die Beine. Der streckte prompt die Arme nach Daphne aus und rief schluchzend ihren Namen. Simon musste die Beine gegen den Boden stemmen, um ihn von ihr fernzuhalten. Hastig wich Daphne einen Schritt zurück. »Nun ja, immerhin habe ich 4 Brüder. Eine bessere Übung, als ich sie mit ihnen hatte, um mit Männern fertig zu werden, kann ich mir kaum vorstellen.«
Sie sollte nie erfahren, ob der Duke eine Erwiderung auf der Zunge hatte, denn Nigel suchte sich gerade diesen Moment aus und riss sich von Simon los. Lallend warf er sich auf Daphne. Wenn sie nicht schon mit dem Rücken an der Wand gestanden hätte, hätte er sie zu Boden geworfen. So jedoch schlug sie mit dem Kopf gegen die Wand, so dass ihr die Luft wegblieb. »Oh, du Narr«, schimpfte der Duke angewidert. Er zerrte Nigel von Daphne fort, wandte sich ihr zu und fragte, »Darf ich ihn schlagen?« »Oh, bitte, tun Sie sich keinen Zwang an«, erwiderte sie und rang nach Luft. Sie hatte versucht, freundlich zu ihrem verschmähten Verehrer zu sein, doch was er sich jetzt geleistet hatte, war zu viel. »Gut«, murmelte der Duke und platzierte einen überraschend deftigen Hieb auf Nigels Kinn. Nigel fiel erneut zu Boden. Gelassen betrachtete Daphne den Mann zu ihren Füßen. »Ich glaube, diesmal wird er so schnell nicht wieder aufwachen.« Simon schüttelte seine Faust aus. »Da gebe ich Ihnen recht.« Daphne blinzelte und blickte wieder auf. »Dankeschön.« »Es war mir ein Vergnügen«, sagte er und sah Nigel böse an. »Und was tun wir jetzt?« Auch sie richtete den Blick wieder auf Nigel, der das Bewusstsein verloren hatte. »Wir kehren zu unserem ursprünglichen Plan zurück«, erklärte Simon forsch. »Wir lassen ihn hier und Sie warten in der Bibliothek. Ich möchte ihn lieber nicht hinaustragen, bevor nicht eine Kutsche da ist.« Daphne nickte ihm zu. »Brauchen Sie Hilfe beim Aufladen oder soll ich gleich in die Bibliothek gehen?« Einen Moment lang schwieg Simon. Er neigte den Kopf erst zur einen, dann zur anderen Seite, während er Nigel betrachtete. »Ich glaube, ein wenig Hilfe wäre mir sehr willkommen.« »Tatsächlich?« fragte Daphne überrascht. »Ich war sicher, dass Sie ablehnen würden.« Das trug ihr einen leicht amüsierten und sehr überlegenen Blick des Duke zu. »Und darum haben Sie mich gefragt?« »Nein, natürlich nicht«, erwiderte Daphne leicht gereizt. »Ich bin nicht so dumm, Hilfe anzubieten, wenn ich nicht vorhabe, sie auch zu leisten. Ich wollte damit lediglich deutlich machen, dass Männer meiner Erfahrung nach...« »Sie haben zu viel Erfahrung«, bemerkte Simon leise. »Wie meinen Sie das?« »Ich bitte um Verzeihung«, korrigierte er sich. »Sie glauben, Sie hätten zu viel Erfahrung.« Erbost blickte Daphne ihn an und ihre dunklen Augen waren fast schwarz. »Was gibt Ihnen eigentlich das Recht, so mit mir zu reden?« »Nein, das stimmt auch nicht ganz«, sagte der Duke nachdenklich, ihre Frage völlig ignorierend. »Ich denke, es ist eher so, dass ich glaube, Sie glauben, Sie hätten zu viel Erfahrung.« »Oh, Sie...« Das war vielleicht keine besonders wirkungsvolle Erwiderung, aber es war alles, wozu Daphne imstande war. Ihre Schlagfertigkeit ließ sie oft im Stich, wenn sie aufgebracht war. Und gerade jetzt war sie sehr aufgebracht. Simon zuckte die Schultern, offensichtlich unbeeindruckt von ihrem wütenden Gesicht. »Meine liebe Miss Bridgerton, wenn Sie mich noch einmal so nennen, schreie ich, das verspreche ich Ihnen.« »Nein, das werden Sie nicht«, sagte er mit einem überheblichen Lächeln. »Das würde Aufsehen erregen. Und erinnern Sie sich doch daran, Sie wollten mit mir doch nicht gesehen werden.« »Das Risiko wäre es mir allmählich wert«, presste Daphne zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Simon verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich lässig an die Wand. »Tatsächlich«, sagte er gedehnt, »das würde ich gern sehen.« Daphne hätte vor Wut am liebsten auf den Fußboden gestampft. »Vergessen Sie es! Vergessen Sie mich! Vergessen Sie diesen ganzen Abend! Ich gehe jetzt!« Sie drehte sich um, aber bevor sie auch nur einen Schritt tun konnte, ließ die Stimme des Dukes sie innehalten. »Ich dachte, Sie wollten mir helfen.« »Verflixt.« Ja, das hatte sie versprochen. Sie wandte sich langsam zu ihm um. »Nun, ja«, erwiderte sie übertrieben fröhlich, »es wäre mir ein Vergnügen.« »Wissen Sie«, sagte er mit Unschuldsmiene, »wenn Sie mir nicht helfen wollten, hätten Sie nicht...« »Ich sagte doch, ich helfe Ihnen gern«, fiel sie ihm ungnädig ins Wort. Simon lächelte in sich hinein. Sie war leicht, um zu stimmen. »Ich schlage Folgendes vor«, sagte er. »Ich werde ihn auf die Füße bringen und seinen rechten Arm über meine Schultern legen. Sie stützen ihn auf der anderen Seite.« Daphne tat, wie ihr geheißen, und beklagte sich stumm über seine selbstherrliche Art.
aber sie beschwerte sich nicht laut. Trotz aller seiner ärgerlichen Eigenheiten half der Duke of Hastings ihr immerhin, einen möglicherweise schrecklichen Skandal zu vermeiden. Allerdings wäre es noch schlimmer, wenn man sie in ihrer momentanen Lage ertappte. »Ich habe eine bessere Idee«, sagte sie unvermittelt. »Lassen wir ihn doch einfach hier liegen.« Der Kopf des Duke fuhr zu ihr herum, und er machte ein Gesicht, als würde er sie liebend gern durchs nächste Fenster werfen, vorzugsweise ein geschlossenes. »Ich dachte«, sagte er sichtlich bemüht, ruhig zu bleiben, »dass Sie ihn nicht einfach hier auf dem Boden zurücklassen wollten.« »Das war, bevor er mir den Kopf gegen die Wand geknallt hat.« »Hätten Sie mich nicht von Ihrem Sinneswandel informieren können, bevor ich mich derart angestrengt habe, ihn auf die Füße zu kriegen?« Daphne errötete. Sie hasste es, wenn Männer Frauen für launisch und wankelmütig hielten, und sie hasste sich selbst noch mehr dafür, dass sie diesem Vorurteil gerade jetzt entsprach. »Na schön«, sagte er und ließ Nigel fallen. Das plötzliche Gewicht hätte Daphne beinahe mit zu Boden gerissen. Überrascht schrie sie auf und sprang beiseite. »Können wir jetzt endlich gehen?« fragte der Duke unerträglich geduldig. Sie nickte zögernd und warf noch einen Blick auf Nigel. »Er liegt nicht sonderlich bequem, meinen Sie nicht?« Stumm blickte Simon sie nur an. »Sie machen sich Gedanken, ob er es auch bequem hat?« fragte er schließlich. Sie schüttelte den Kopf, nickte und schüttelte erneut den Kopf. »Vielleicht sollte ich... Ich meine, nur einen kleinen Moment.« Sie kniete nieder und zog ein Bein von Nigel unter dem anderen hervor, so dass er nun flach auf dem Rücken ausgestreckt lag. »Ich fand, er hatte es nicht verdient, in ihrer Kutsche nach Hause gefahren zu werden«, sagte sie, während sie Nigels Mantel zurechtzupfte. »Aber es kam mir auch ziemlich grausam vor, ihn so verdreht hier liegen zu lassen.« »So, ich bin schon fertig.« Sie erhob sich und sah auf. Und er haschte gerade noch einen Blick auf den Duke, der bereits davonschritt und dabei etwas über Daphne und die Frauen im Allgemeinen und noch etwas anderes murmelte, das Daphne nicht ganz verstand. Das war wohl auch besser so. Sie bezweifelte stark, dass es besonders schmeichelhaft war.